Dach. Und außerdem wollten wir eh gerade nach Hause gehen. Genau. Unsere Eltern werden sich schon Sorgen machen. Um Himmels Willen, wir wollen doch nicht, dass sich jemand Sorgen macht, nicht wahrchen? Nein, ganz und gar nicht. Nicht, dass Sie noch denken, dass euch etwas Schreckliches zugestoßen ist. Wer sind die denn? Rinkus und Sierra, beachte sie einfach nicht. Die sind nur müde von unserer langen Reise und nicht mehr ganz klar im Kopf. Verstehe. Wir müssen jetzt los. Schon gut, ist ja schon gut. Ich bleib noch ein bisschen bei Onkel Tyranno. Petri, es wird Zeit zu gehen. Komm. Vielleicht wir sehen uns später? Sicher doch. Nur zu, flieg nach Hause. Oh, falls ihr eure Meinung ändern und den Stein doch suchen solltet, würde ich euch gerne helfen. Tschüssikowski. Du hast mir meinen Schnabel verbogen. Dann halt ihn das nächste Mal geschlossen. Warum eigentlich? Die Göhren sind auf deine Nummer nicht reingefallen. Ich sag dir, wir gehen selbst dieses kalte Feuerdingens suchen. Ich wiederhole mich ja nur ungern, Sierra, aber wir wissen immer noch nicht, wo dieser Stein gelandet ist. Warum zwingen wir denn diesen Langhals nicht, uns zu sagen, wo er ist, hä? Kleine Folter. Au! Du tickst wohl nicht richtig, Rinkus. Wenn wir die Jungen bedrohen, werden die Alten auf uns aufmerksam. Die werden uns nicht mehr aus den Augen lassen. Und unser Plan wäre im Allerwertesten. Das kannst du doch nicht wirklich wollen. Nein. Das ist selbstverständlich nicht. Deshalb müssen wir uns ruhig verhalten und geduldig sein. Der kleine Littlefoot wird schon reden. Und dann, meine lieben Freunde, wird der Stein des kalten Feuers mir allein gehören? Vorsichtig! Vorsichtig! Du bist wohl nicht besonders gut im Landen, oder? Halt die Luft an, sonst... Sierra, reiß dich bitte zusammen, verstanden? Zusammenreißen? Ich krieg eine Krise. Ich muss dieses Gegreine schon den ganzen Flug übertragen. Nein. Japp. Das macht mich kirre. Also, es scheint uns niemand zu verfolgen. Lassen wir unseren Gast doch einfach hier und machen uns davon. Also, ich an deiner Stelle würde das nicht machen. Nein. Wie jetzt? Dich zurücklassen? Nein, zu dicht am Rand stehen. Ich hab's ihm gesagt. Ach, Rinkus, du hättest auf die Kleine hören sollen, du Schlaumeier. Selber Schlaumeier, wer passt denn gerade auf den kleinen Plapperschnabel auf, hä? Doch schon viel besser aus. Nur leider kann ich mich hier nicht verstecken. Ducky, kannst du mich hören, Kleines? Komm ruhig raus, kleine Schwimmerin. Ich verspreche dir, dass wir dir nicht wehtun. Tja, das muss ein langer Fall gewesen sein. Tja, ich kann nichts sehen. Ist viel zu dunkel da drin. Armes Ding. So jung, so quicklebendig. Na und? Ich war verantwortlich für die kleine Schwimmerin. Und jetzt haben wir sie verloren. Ach, Tyranno. Daran müsstest du dich doch langsam gewöhnt haben. Was macht ihr denn da? Lasst sie los! Jetzt mach mal halblang. Du hast doch gesagt, dass die anderen uns nicht aufhalten können, solange wir die Göre haben. Ja, schon. Das habe ich gesagt, nur...
Au! Du Tollpatsch, du hast sie fallen lassen! Aber nicht freiwillig, das kleine Großmaul hat mich gebissen!